Oh, wir winken. Hey und herzlich willkommen zu dem Minecraft-Projekt Galaxy Race. Es ist ein Projekt mit 16 Teilnehmern, 4x4 Spielern. Es gibt jeweils einen Captain, einen Forscher, einen Versorger und einen Techniker. In unserer Gruppe bin ich der Forscher, der Philipp ist der Versorger, Steve ist der Captain und der Freako, den werdet ihr noch später kennenlernen, ist unser Techniker. Wir alle gehören zu dem großen Team der United Space Agency, kurz die USA. Wir werden eben einen freiwilligen Menschen auf dem Planeten befördern und so schauen, wie es dort ist. So, alle, die ihre Sachen bekommen haben, gehen wir bitte ins Wasser. Ich mach mal Tag. Weil ja, ich nicht mehr. Du bist voll nackig. Steve ist bestimmt noch am Starten, ne? Jo. Ah ja, von der Bahnlage. Mensch, Alex, zieh dir doch mal was an. Danke sehr. Abstand. Kann mal bitte jemand mal kurz was in den Chat schreiben, damit ich den Chat einstellen kann? Danke. Schau, das sind freundliche Leute. Hilfsbereit. Also, mein PC hängt. Cool. Mal seinen Gutschein wieder mit Philipp. Hallo. Hallo. Hi. So. Ah. Es könnte sein, dass es selber gleich abschmiert, deswegen wir fangen einfach mal an. Ja, dann werden wir das erweitert. So, also ich heiße und herzlich willkommen. Das ist hier die. Ich hab da ein Schild vergessen, scheiße. Ja. Das ist hier unsere schöne Anlage, unsere Basis für die erste Mondlandung. Wir wissen natürlich nicht, dass wir schon auf, beinahe fertig sind, um auf dem Mond zu landen. Ich würde sie auch deswegen sehr geheim halten. Wir treten an und ich zeige ihre Apartments. Bitte legen Sie Ihre Schwerter zur Seite, weil damit komme ich mir ein wenig bedroht vor. Folgen Sie mir. Alle kennen vor. Steve. Warte auf Phil. Hier sehen Sie die Eingangsbasis. Hier haben wir schon natürlich unsere Rakete fertig. Boah, Black. Ich bitte Sie nicht einzusteigen, denn die Rakete ist nicht bereit zum Abflug. Oh, es regnet. Ja. Du brauchst das halt ein bisschen. Ich trete diesen Raum nicht, denn dieser Raum ist nur für befugte Leute, denn da wird halt mit Strom hantiert. Und ich glaube nicht, dass hier jeder irgendwie sich mit Strom auskennt. Ich bitte Sie, verlassen Sie diesen Raum sofort. Ich bin der Erste. Legen Sie Ihre Waffe weg. Also, Sie gefallen mir nicht. Hinten anstellen, Sie gefallen mir nicht. Also, jetzt machen wir hier richtig ernst. Hier ist unser kleines Forschungslabor. Hier werden Sie Tag und Nacht arbeiten. Hier am Mikroskop können Sie Sachen angucken. Hier bauen wir einen Gläser. Hier wird Sauerstoff produziert. Eine kleine Farm. Sauerstoff wird gelagert, Sauerstoff wird produziert, Sauerstoff wird konzentriert. Ihre Zimmer. Nummer 1 ist momentan nicht da. Nummer 2 auch nicht. Nummer 3 auch nicht, okay. Nummer 4, Kochan. Bitte das Zimmer verlassen, sonst werden Sie hier stark verprügelt. Bitte? Nummer 4, Cho-Chan. Rein mit ihm. So. Nummer 5, Sven. Rein mit ihm. Scheiße. Alle anderen, runter. Oh, ich werde ja von meinem Team getrennt. Zwei Leute teilen sich ein Zimmer. Ich hab nur ein Zimmer. Gangslayer und Basti, dieses Zimmer hier. Sexy. Wenn der eine schläft, wenn der eine schläft, wird der andere arbeiten. Ich schlafe. Und Rico.
Dieses Zimmer hier. Sie teilen sich dieses Zimmer. Wenn der eine arbeitet, wird der andere schlafen. Das ist nicht. By Heart. By Heart. Hier. Bist du die Sexy? MO-Y. Das ist ihr Zimmer. Sie haben das Glück, ihr Partner ist momentan noch nicht da. Yes. Yes. Kann ich in Ruhe ordnen. Oh. Was braucht er mehr im Leben? Achtung! Alle nach oben! Ja, geht bitte. 5, 4, 3, 2, 1. Alle anderen dürfen auf den Mond ohne Sauerstoff. Da, wir haben ein Opfer. Da ist noch jemand im Zimmer drin. Aufs Maul! Raus! Mitkommen. Also, Freunde. Wir werden jetzt die erste Operation durchführen. Wir werden eine Person auf den Mond schießen. Wir möchten einen Test machen, wie lange kann eine Person auf dem Mond überleben, ohne zu sterben. Wie viel Sauerstoff braucht ein Mensch? Da haben wir natürlich eine Freiwillige. Dame, bitte vortreten. Da Sie nicht meine Befehle beachtet haben, dürfen Sie dieses Projekt durchführen. Folgen! Geil! Yay! Yeah. Immer diese Leute, die durch einen Gang sprinten und springen müssen. Sven? Ja, für professionell. Spitzhacke gefällig. Oh shit, ich habe eine Spitzhacke. So. Okay. Also, alle außer Cho-Chan diesen Raum betreten. Nichts das anfassen. Warum hat deine keine Rüstung? Egal. Mit Kamera. Meine Dame, geben Sie hier einmal Ihren Code ein, bitte. Oh. Muss auch mal. Code, also, na. Haben Sie eingegeben? Ey, mein Stuhl, runter. Richtig. Geben Sie alle Ihre Werte, die Sie für Ihre Nachkommen da liegen lassen wollen, einmal bitte in Ihre persönliche Truhe. Muss ich ja wieder zurücklaufen. Herr Dr. Professor, ist Marsch! Die Herr Doktor, ich habe da eine Frage. Ist die Kamera nicht falsch rum? Also. Ich glaube, die sehen das falsche Loch. Oh. Hoppla, egal. So, too hard for you. Sie nehmen den Start auf. Kleinen Moment, ich muss mal. Ben, Sie haben eine Pause verdient. Setzen Sie sich hin. Ich glaube, A, B, C, N, C. Ja. Nee, Sie leiten den Start ein. Bitte hier einmal hinsetzen. Jawohl. Wo denn? Hier viel zu viele Leute in diesem. Ey! Okay, hier sitzen schon genug Leute. Wer nimmt auf? Steve, Sie können sich hinsetzen. Ja! Ich bin bereit! Ben, Sie nehmen das Ganze bitte auf. Ach nö. Ich kann man aber falsch rum. Ah ne, jetzt bin ich rum. Sag ich mal, rede ich Chinesisch? Ich stehe. Sachen ablegen. Kann man sich. Ja. Also Leute. Könntest du das bitte in deiner Zelle machen, sich hier zu weinen? Geil. Hör mal zu, das RP ist ein bisschen komisch, aber nachdem Lea, also Cho-Chan, auf dem Mond gelandet ist, werdet ihr unzufrieden. Und ihr seid berechtigt, mich dann zu töten und euch in eure Teams aufzuteilen. Also nach der Mondlandung in Lea. Ich werde befummelt, Herr Doktor. Von beiden Seiten. Die auch noch. Könnte man zuhören, das ist wichtige Information, ja. Glaube ich und auch euch da hinten einen runterzuholen. Genau, das könnt ihr später schon machen. Nachdem der gelandet ist und gestorben ist und dann anschließend gerettet wurde, seid ihr sauer, dürft mich als obersten Leiter umbringen, denn theoretisch müssen sie mich ja nicht selber umbringen, weil ich eigentlich auch ja hier Mitarbeiter bin. Ja. Ja. Dann teilt euch in eure Teams auf. Okay, ich stehe bereit. Ihr werdet erstmal euch hier irgendwo in der Nähe ansiedeln. Dann zockt ihr ein bisschen, sammelt ein paar Ressourcen. Anschließend wird die Basis hier gerusht. Dann holt ihr euch ein paar Sachen ab und ihr werdet auf eure Heimatplaneten kommen. Yeah! Klingt doch mal nach einem Plan. Also! Oh Gott! Auf die Rakete bitte! Auf die Rakete! Ja, auch. Hab ich in die Rakete gesagt? Ich hab auf die Rakete gesagt. Okay, auf die Rakete. Geht nicht. Dann rein da! Kapitän, Start einleiten. Start eingeleitet. Das merkst du die ganze Zeit nicht, oder Sven? Doch. So.
Wir müssen jetzt auf den Knopf drücken, um die Rakete zu starten. Doppel Enter. Doppel Space. Okay, reicht. Oh, wir winken. Ich bin jetzt das Schwert. Das ist, nimm mal das Schwert bitte aus, das sieht echt komisch aus. Was, warum machen wir eigentlich alle den Hitlergruß? Frag die Rakete. Ah, okay. Ist sie schon tot? Also es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Transformers. Darf ich jetzt alle töten? Noch nicht. Hast du es gefilmt, erst, Sven? Seht, dass ja. Lea gestorben ist, habt ihr die Berechtigung, mich... Also ihr seid unzufrieden, dürft ihr mich töten. Die sind ja jetzt schon alle unzufrieden, die ist nicht mal tot. Ja, ich muss ehrlich sagen, das AP ist ein scheiße, aber... Ich meine, ihr lacht. Wo ist eigentlich hier der Mann? Ich würde sagen, das ist ein Fall von das Glas ist kaputt gegangen. Also wenn ihr noch die Basis looten wollt, ja, dann wäre sogar ich zufrieden. Hallo, ist da was hinter dem Wasser? Valeria, du musst auf dem Mond landen. Ja, ich bin doch noch nicht mal angekommen. Mach schneller. Die ist einfach auf der Erde wieder abgesprungen. Da, seht ihr die Rakete da oben? Nein. Sieht aus wie ein Stern. Siehst du die Rakete? Sag ja. Nein, ich seh nicht. Hast du eben den Chef geschlagen? Nein. Runter ins Wasser. Ins Wasser mit dir. Oh. Das war ich aber nicht. Es ist, glaube ich, die Hexe, die da unten steht. Tschüss. Oh, die Witch. Oh, da steht eine Hexe. Ich bin weg, ich sterbe sonst. Ja, ciao. Ey. Oh, sorry. Tschüss, ich bin weg. Oh, ich hab Vergiftung. Nur, nicht nur du. Ich hab's aber noch, 20 Sekunden. Dann mach den Reifen, so. Warten auf diesen einen Moment. Die sehen alle so blass aus. Ein Moment, auf den wir alle gewartet haben. Aber lootet mein Grab dann nicht, wenn er mich tötet. Sitzt immer noch hier? Ich organiere vor mich hin. Schlafenszeit, alle auf ihre Betten. Alle mit Doppelbetten. Einer arbeitet, der andere schläft. Ich bin schlafen. Will nicht aussteigen. Nee, warte, ich bin arbeiten. Ich kann auf den Mond gehen. Na, das habe ich gerade eingestellt. Muss man mal. Sie ist auf den Mond angekommen, sie will nur nicht aussteigen. Oh, lol. Ach, raus rein. Bisschen dauern. Achtung, Kontrolle. Arbeiten. Arbeiten. Wohin? Okay. Wer spielt da mit Türen? Da. Oh. Okay, das waren dann 5 Minuten. Also dann, alle auf ihre Posten. Unzufrieden. Sagt alle auf ihre Posten! Unzufrieden! Auf eure Posten! Okay. So, ich würde sagen. Ich bin weg. Mir eine Ehre. Leute, Lea, bist du wieder auf dem Mond gespawnt? Ja. So, warte. Jetzt müssen wir auf unsere Teampartnerin warten, Sven. Nein. Ja. Nein. Bitte laufen Sie weiter, gibt es ein. Alter! Alter! Das ist das Zombie, Alter! Ich nehme aber, warte mal, könnten wir nicht unsere Betten mitnehmen? Ja. Aber hin ist ja mein Grabstein. Wo ist mein Team? Lea? Ja. Mach mal. Alter! Den Befehl hier ein. Was? Mach mal diesen Befehl hier ein. Geh dann die Erde aus und geh zur Erde.